Ich begrüße euch das allererste Mal hier aus der Strecke Liverpool Crewe. Wir stehen gerade in Acton Bridge und fahren hier diesen Expresszug oder diesen Regionalzug wohl eher und müssen erstmal die Türen noch links aufmachen. Jawohl, stehen hier gerade in unseres LMS Dania 5A Jutland. So, dann würde ich sagen, einmal hier in den Führerstand rein, hier vorne unsere Heizerin. Okay, was machen wir? Erstmal die Vorwärtsfahrt auswählen. Genau. Die Bremse können wir schon mal lösen. Ja, wobei vielleicht noch nicht, weil die Türen offen sind. Aber den großen Auswerfer einmal schließen, bis wir hier 21 drin stehen haben. So. Türen können wir jetzt zumachen. Achso, wir sollen noch warten. Okay, dann lassen wir die Tür noch auf. Dann würde ich sagen, stehen wir einmal ganz kurz auf. Egal. Einmal noch die Lichter dran. Machen hier eine Lampe, da eine Lampe und oh, da komme ich auch noch ran. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Konfiguration ist, vermutlich nicht, aber ist auch nicht so wichtig. Und wir können einmal hier ganz kurz durch die Wagen wandern. Und was cool ist, kann hier die Sitzheizung an- und ausmachen. Also solche kleinen Spielereien, die finde ich echt super. Hier war doch gerade noch irgendwas, womit ich interagieren konnte, oder? Ich dachte kurz etwas gesehen zu haben, aber okay, dann ist das nicht so. Was ist das? Ah, sehr cool. So, Tür zu. Einmal auf den Schemel setzen. Ja. Also wir stehen gerade im Acton Bridge, das allererste Dampflok-DLC von DTG. Und ich bin ganz, ganz fasziniert davon, muss ich euch sagen. Ich finde es total super. Selbst als jemand, der nichts mit englischen Zügen anfangen kann. Unglaublich cool. Wir machen schon mal die Türen zu. Auch cool, dass die Türen nicht synchron alle schließen. Okay, dann machen wir uns einmal hier vorne das Fenster auf. Na, die Feuerkammertür geht ein bisschen spät auf, aber egal. So, den großen Auswerfer, nee, den schließen wir noch nicht. Wir lösen jetzt aber die Bremsen. Zylinderhähne werden gleich geschlossen, so, großer Auswerfer wieder zu. Und dann, Bremsen sind gelöst, dann auf geht's und einmal Zylinderhähne schließen. Vorbei. So. Zylinder hin und zu. Jetzt einmal ordentlich beschleunigen. Halten mit 2,5 Meilen Hartford. Ich weiß auch gar nicht, was hier die Höchstgeschwindigkeit ist. Ich google das nebenbei. So, einmal den Richtungswender auf ungefähr 50%. Dann können wir ein bisschen effektiver fahren.
Hauptsignal und V-Signal sind grün. Sehr gut. Dann haben wir noch 1,9 Meilen. Der Gleis ist vollständig geöffnet. Okay, auf die Schnelle habe ich nicht herausfinden können, wie schnell die Lok maximal fahren darf, falls es mal gefallen ist. The engine is fitted with standard automatic steam brake valve to eject with no pump. Okay, gut. Gut zu wissen. Einmal Regler wieder zurück. Und wir bremsen. So, Bremse wieder lösen. Ich sollte nicht mal Meilen und Kilometer verwechseln. Hier der Druck in unserer Vakuumbremse. Also das Witzige ist ja auch, hier gibt es keinen Tacho. Ja, also der Lokführer hatte damals keine Ahnung, wie schnell er tatsächlich fährt. Okay, ich muss ein bisschen noch Leistung wieder aufschalten. Und den Regler wieder zurückschieben. Und bremsen. Na, die Haltemarkierung ist wieder an. Ja. Bisschen zu früh, aber okay. Okay, aber selbst wenn wir hier gehalten hätten, hier wird doch niemals unser kompletter Zug drauf passen. Good job, allererster Halt. Schon mal richtig hart von mir verkackt. Ich habe ein Haltesignal überfahren. Okay. Gut, dann, okay. Weiß ich jetzt nicht, wie das passiert ist, aber okay. Dann machen wir irgendwas anderes. Fahren Sie mit dem Halbschnellzug von Crewe nach Hartford in Richtung Blackpool Central. Dann machen wir das.
Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem. Sind wir noch weitergerollt? War die Bremse nicht komplett angelegt? Okay, Türen und Riegeln auf der rechten Seite, ne? Mal die Lichter noch dran. So, unser Signal ist definitiv noch rot. Okay, wir haben noch 3 Minuten Zeit tatsächlich. Dann gehen wir mal hier auf kleine Erkundungstour. Mal schauen, was wir hier so finden können. Hat ja auf jeden Fall schon mal super angefangen, ne? Mit einfach mal erstmal total verbremst und dann auch noch ein rotes Signal überfahren. Läuft. Waiting Room. Also entweder ist dieses Geländer extremst hoch oder wir sind einfach eine extremst kleine Person. Strong Tea. Schön hier dieses Treppengeländer, ne? Sieht auch nicht schlecht aus. Okay, dann in 1 Minute ist Abfahrt. Dann sollten wir jetzt mal langsam wieder zurück. Das hier? Nein. Ich hoffe mal sehr, dass das unser Zug war. Da bin ich wieder, hab die Kaffee mitgeholt. Das ist so cool, ne? Jawohl. Dann einmal Bremse lösen. Den großen Auswerfer einmal vollständig öffnen, damit wir Vakuumdruck aufbauen. Okay, schließen und auf geht's.
Geschwindigkeit hoch. Also FPS-technisch ist es hier tatsächlich ein bisschen... Oh, es geht. Einmal vollkommen, einmal Vollschub, Volldampf. So, 11 Mai fahren wir durch bis Hartford und dann sind wir auch schon durch für heute. Hier sieht man noch diesen Windschutz, der hier mit eingebaut ist. Aber brauchen wir nicht, wir haben sogar ein Fenster auf. Sagt ja auch nachts zu. So. Das ist extremst gut gemacht, wie praktisch der Sound von der Pfeife sich langsam hinausfadet, wenn man dran vorbeifährt. So, hier wird weiterhin fröhlich Kohle geschaufelt. Gehen wir mal aus dem Weg. Okay, nicht. Auch schön, wie hier verdreckt alles ist, ne? Hier oben. Hier die Treibstange, die Kupplungsstange, Wahnsinn.
haben wir denn hier? Der Tiertransport, der wird hier vonstatten gehen. Vom Max von Italien sind 60 Meilen. Würde ich jetzt mal behaupten. Münchel Run. Viele rückgebaute Weiche. Sieht man hier noch ganz gut. Feuerkammer-Tool muss aber zugehen, ne? Okay. Dann geht's ja wieder. Das ist so ein Scherz. Okay, jetzt ist sie wieder dran. Taha. Warum geht denn die Tür immer wieder auf? Okay. Wenn du kämpfen möchtest, liebe Feuerkammertür, sag Bescheid. Das Spiel kann ich auch. Ich habe Geschwister. Tonga. Positionieren wir uns irgendwo hin und lassen mal den Zug an uns vorbeifahren. Aber jetzt sind wir wirklich am Geschwindigkeitslimit von der Lok. Lassen wir mal einfach ein bisschen rollen. Wobei gleich dann die Safeties wieder angehen. Schauen wir, dass wir so hier fahren. Da sind sie auch schon. Also wieder ein bisschen Regulator hoch. Mal öffnen. Auch 3 Meilen, die sind hart fort.
bisschen müssen wir jetzt mal reinbremsen. Jetzt gleich kommt hier wieder Dampf raus. In wenigen Augenblicken, also hier vorne, als praktisch so als Dach, als Sicherung, damit der Druck nicht zu sehr steigt. Ein bisschen zu früh, glaube ich, gebremst. Interessant. So, das Vorsignal zeigt, glaube ich, halt zu erwarten an. Süß, die Lampe hier. Ist das so ein Toilettenhäuschen oder was? Tiere. Ich weiß, wir sind hier für die Züge, aber das sind Kühe. Schafe. So, Safeties gehen jetzt gleich wieder an. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Da sind sie auch schon. Ach, schon wieder der Bahnsteig mit der schlechten Markierung. Oh oh. Da vorne ist ein rotes Signal. Halt besser an. So, Tür links auf. Aber das ist doch bahnwitzig. Der ganze Zug passt doch gar nicht hier drauf auf den Bahnsteig. Warum halten wir denn hier? Oder wir sind einfach zu lang. Okay. Also schick sahen schon die Menschen früher aus, ne? Muss man den schon lassen. Ja, so würde ich auch gucken, wenn ich nicht in meinen Wagen reinkommen würde. Okay, und die Türen zu.
Gut, das war's auch schon. Ich danke fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, alles Gute.